Sie sind bereit und schauen wir mal, wer hier besser in diese Viertelfinalserie hineinkommt. In dieser hoffentlich umkämpften, in dieser packenden Serie, die es zwischen den beiden Zs, Zug und dem ZSC, geben wird. Die Playoffs 17-18 sind auch für den EVZ und die ZSC Lions hiermit eröffnet. Die Zürcher in Weiß in den ersten 20 Minuten. Von links nach rechts spielend. Also man hat das hier noch ein bisschen auf ein anderes Level anheben können. Diese Prise Anspannung, die selbstverständlich vorherrscht auf beiden Seiten. Durch diese extra Eisreinigung, die eingelegt werden musste, soll uns aber nicht weiter stören. Das Ganze wird dadurch ja noch einen Tick spannender, weil eine neue Komponente hineinkommt. Bereits eine mentale Komponente. Wie man mit solchen Situationen, nicht ganz der Norm entsprechend, eben umgeht. Vielleicht noch ganz kurz ein Wort zu den Lineups der beiden Mannschaften auf Seiten des EVZ im Vergleich zum letzten Spiel am vergangenen Montag. Eine Änderung ganz vorne, nämlich Garrett Rowe ist wieder zurück und ersetzt Josh Holden. Und dann auch eine ganz hinten, Tobias Stephan, wir haben ihn schon gesehen, ersetzt Sandro Eschlimann, der heute als Backup auf dem Matchplatz steht. Und bei den ZSC Lions, da haben vor allen Dingen die Entscheidungen des Trainerstaffs in puncto Ausländer-Nomination vielleicht für ein bisschen Überraschung gesorgt. Lyndon Way und Lauri Korpikowski sind nämlich nur überzählig. An ihrer Stelle Pascal Pelletier und Drew Shore. Mein erster kleiner Aufreger. Diesem Schubser in den Rücken von Phil Baltisberger. Auch einen ersten Abschluss haben wir schon gesehen. Reto Suri festet der Lukas Flörler. Der macht sich aber ganz groß. Hat er auch oben alles im Griff, was es abzudecken gab. Beide Mannschaften sind ja mit einer Niederlage aus der Regular Season gegangen. Am vergangenen Montag verlor Zug auswärts in Ambri in der Valascha mit 2:3 und der Z verlor zu Hause gegen den EHC Biel. Nach dieser Partie, da wurde Hans Kossmann ja auch ziemlich deutlich, übte auch Kritik an seinen Spielern. Sinn überliefert mit den Worten, dass gewisse vielleicht immer noch denken, dass man eigentlich eine Top-3-Mannschaft ist. Aber die Tabelle, die sprach eine andere Sprache. Lama. Klein liest durch. Kommt jetzt aber an die Scheibe. Der Kanadier in den Diensten des ZSC, aufgepasst, Timothy Kast und Zehnder. Ja, ist schon eine ganz andere Stimmung. Jeder Abschluss wird von den Zuschauern richtig ins mitgegangen. Gratulation, Giorgio. Giorgio hat in den vergangenen 50 EVZ-Jahren nur 6 Heimspiele gewonnen.
Brochure wird weggeschickt. Chris Baltisberger muss übernehmen. Also die Linesmen nehmen es genau. Genauso hat es ja auch Andreas Koch gemacht vor dem ersten Bulli, das auch noch ein bisschen Verzögerung brachte. Die Partie unterdessen 2,5 Minuten alt. Oder jung. Eher zweiteres. Lino Marcini. Er wird ein wichtiger Faktor sein beim EVZ. Der junge Tim Berni. Das Vertrauen auch heute erhalten hat vom ZSC-Trainer Staff. Später an der Seite von Samuel Guerra. Und kommt so ein Fehler im Spielaufbau. Rafael Diaz, auch er. Ein Key Element. Strafe ist angezeigt, deshalb Lukas Flürler, der da seinen Kasten sofort verlassen hat. Gellendes Pfeifkonzert. Weil er seinen Zuger trifft. Karl Klingberg wird es nicht treffen. Der hat nur ein bisschen entgeistert geschaut. Reto Suri muss raus. Reto Suri nach 3 Minuten und 32 Sekunden für diese Aktion hier. Für dieses Haken. Zwei Strafen für der Spieler Nummer 26 vom EV Zug. Reto Suri für Haken, Zeit 3:32. Wir blicken aufs Überzahlspiel des ZSC. Was kommt? Das Team hat in der Regular Season so oft getroffen. In numerischer Überlegenheit wie kein anderes. Da hat man seine Stärken. Und man hat vor allen Dingen einen Fredrik Pettersson, der jetzt noch nicht auf dem Eis steht. Aber ganz bestimmt in der zweiten Hälfte dieses Überzahlspiels, wenn es denn überhaupt so weit kommt, noch kommen wird. Sure, runtergelegt. Das ist Pestoni. Klein, etwas zu umständlich. Hält die Scheibe in der Offensivzone, das war wichtig. Aber nur von kurzer Dauer. War natürlich nicht Pestoni, sondern Kenitz. Ist einfach noch der Korrektheit halber genannt. Richtig genannt. So, jetzt ist er da. Der Mann mit dem goldenen Helm. Fredrik Pettersson. 14 Mal hat er getroffen. Im Powerplay, in der Regular Season. Er wird angesteuert. Er wird gesucht. Er soll die Schüsse nehmen. Die beiden Mannschaften haben 4-mal gegeneinander gespielt in der Regular Season. Bilanz 3 Siege Zug, 1 Sieg ZSC. Die letzten 3 Duelle gingen allesamt an die Zentralschweizer. Und in der Olympiapause, da spielten die beiden auch noch gegeneinander. Ein Testspiel in der Lenzerheide am 15. Februar. Der ZSC gewann mit 4:3. Vielleicht ein gutes Omen. In jener Partie lag der Zürcher Löwe nämlich zwischenzeitlich mit 1:3 zurück. Reto Suri in 5 Sekunden wieder zurück. Nichts passiert. Aus Sicht des EVZ. Das ist Gehring. Suri. Von der Kühlbox direkt in die Offensive. Stolberg. Topscorer bei Zug.
Marcini. Auch eine kleine erste Duftmarke von Lino Marcini, der seine Torgefährlichkeit auch in den Playoffs endlich unter Beweis stellen will. Nachdem er in den letzten drei Saisons in den Playoffs in total 26 Partien nur gerade 2 Tore erzielen konnte. Der Wirbelwind. Wieder Drew Shore, zum zweiten Mal jetzt weggeschickt von Roman Kardali. Alles soll ganz genau ausgeführt werden. Gutes Vorchecking von Sheppy. Ja, der geht da, aber richtig hinterher. Marcini, gute Übersicht, Stolberg und ich wollte schon Tor schreien. Aber noch ist es nicht ein Tor. Gleich noch eine gefährliche Aktion hinterher. Und wieder ist es Viktor Stolberg, Tor. Das Heimteam führt. Viktor Stolberg, Saisontor Nummer 23. Und das macht er aber richtig abgeklärt. Vorhand, Backhand und dann ab in den Winkel. Aber wie frei war er da? Da war er einfach gedanklich auch schneller als Phil Baltisberger. Dem ist er einfach davon gelaufen. Und dann jubeln die Zuganhänger. Und sie jubeln offensichtlich so euphorisch, dass die Eismeister wieder auf den Plan gerufen werden. Weil wieder Gegenstände aufs Eis geflogen sind. Matthias Seger, der Leitlöwe, 21. und letzte NLA National League Playoff-Serie für den 40-Jährigen. Wir gucken noch einmal ganz kurz auf dieses bisher einzige Tor, wie frei Stolberg sich da vor dem gegnerischen Tor wiedergefunden hat. Aber das dann natürlich technisch auch richtig, richtig gut macht. Die Zuschauer verwenden sie, tun sie keine Gegenstände aufs Eis werfen. Sie schadet damit nur am EVZ. Wir würden wieder Bussen zahlen, wenn das passiert. Also bitte keine Gegenstände aufs Eis rühren. Merci. Vielleicht konnten Sie es gerade hören. Der Stadionspeaker bittet die EVZ-Anhänger doch darauf zu verzichten, Gegenstände aufs Eis zu werfen, während wir das Tor noch einmal sehen. Weil das natürlich, wenn man Gegenstände aufs Eis wirft, mitunter auch Bußen zur Folge haben kann. Wenn denn ermittelt werden kann, aus welchem Sektor die Gegenstände gekommen sind. Und das ist jetzt in diesem Fall ziemlich, ja, glasklar. Also, Viktor Stolberg. Jetzt bei 23 Toren angekommen. Letzte Saison, da stand er mit den Ottawa Senators im NHL Conference Final, verlor dort auch dünn gegen die Pittsburgh Penguins. Stolberg kam auf total 17 Spiele in den Playoffs. Allerdings auf kein Tor. In der Schweiz, in dieser Saison, da hat er nur gerade 6,5 Minuten gebraucht. Für Tor Nummer 1.
Also auch für die Eismeister ist es hier gleich einmal so richtig losgegangen. Sind eigentlich diejenigen, die am meisten Arbeit bisher hatten. Zum Playoff-Auftakt. Komm mal weg. Zusammengeprallt mit Andreas Koch, aber dennoch die Scheibe weg gewesen. Sogar noch zu einem Abschluss hat es gereicht. Aber jetzt wieder auf die andere Seite, wo wir uns bewegen mit Suri. Bringt die Scheibe vors Tor, gefährlich abgelenkt von Karl Klingberg. Aber da war noch ein Zürcher dazwischen. Und das war wichtig und richtig. Aus Z-Sicht. Seger, der anstelle von Kara ins Line-Up gerutscht ist im Vergleich zur letzten Partie. Weil sicherlich an seine Erfahrungen gezählt wird. Fredrik Pettersson, der Mann, der in der Regular Season am meisten aufs gegnerische Tor geschossen hat von allen National League Akteuren. Und sein Landsmann Karl Klingberg mit diesem Ablenker, der aber nicht durchgekommen ist auf der anderen Seite. Berni. Zu einfach zu lesen. Jerome Bachhoffner ab in die Ecke mit der Scheibe. Lammer mit dem Centerler und der mit viel Zug aufs Tor. Aber nicht zum 2-0. Ein Pass hat genügt, um für diese gefährliche Aktion zu sorgen. Auf der anderen Seite sieht es dann so aus. Jerome Bachhoffner mit dem Abschluss. Gute Chancen auf beiden Seiten. Leichte Spielvorteile bislang für den EVZ. Logischerweise auch aufgrund des Führungstores. Pettersson. Das ist Timothy Kast. Timothy Kast. So, also jetzt können die Zürcher von Glück reden, dass sie hier nicht 0-2 hinten liegen. Nach noch nicht einmal 10 Minuten. Gleich eine weitere dicke Gelegenheit hinterher. Scheppi auf der anderen Seite. Kontersituation durch den Torschützen Stolberg. 2 gegen 1, das ist Lega. Der Verteidiger mit aufgerückt ist, aber nicht verwerten konnte. Keine Zeit, um durchzuatmen. Gleich geht's wieder auf der anderen Seite zur Sache. Drew Shore. Berni geht über die Bande. Scheppi bringt die Scheibe vors Tor. Es ist die 6. Playoff-Serie, die beiden Mannschaften gegeneinander bestreiten. In der Nationalliga A, National League A oder National League, wie sie möchten, einfach in der höchsten Schweizer Spielklasse. Bilanz: 3 Siege, ZSC, 2 Siege, EV Zug. Interessant dabei. Die beiden Seriensiege des EV Zug, die gab es, als die beiden Teams im Viertelfinale aufeinander trafen. Noch einmal die Aktion durch Senteler, durch Leger und eine durch Kast hatten wir ja auch noch. Und der ZSC auf der anderen Seite mit Bachhoffner als Reaktion auf die Chancen des Gegners.
Und wieder. Also da sind sie nicht sattelfest. Da sind sie nicht sattelfest bislang, die Zürcher. Mal für Mal werden sie einfach überlaufen. Auch beim Gegentor, da haben sie nicht sonderlich gut ausgesehen in der eigenen Zone. Wieder braucht es Lukas Flöhler. Das gehört dazu. Schön solche Emotionen. Dieser Unterbruch gibt uns kurz Zeit, aufs Schussverhältnis zu schauen, aufs Aktualisierte. 8:4 zugunsten des EVZ. Und auch die Qualität der Abschlüsse. Sicherlich etwas höher als beim Gästeteam. Harter Check von Nolan Diem. Und gleich noch einer gegen Dave Souter. Also der hat da jetzt mal zwei Checks fressen müssen. Chance für den ZSC. Lukas Flöhler. Die klare Nummer 1 unter Hans Kossmann. Wick zu Pascal Pelletier. An der Bande gegen Helbling. Und der Arm von Tobias Werli geht nach oben. Und mit Timo Helbling musst du dich nicht anlegen. Klar, das wird geahndet. Zum einen Pascal Pelletier, der rausgeschickt wird, aber auf der anderen Seite auch Timo Helbling, der raus muss. Beide Spieler draußen wegen übertriebener Härte. Geht wohl in Ordnung. Pelletier hat seinen Helm verloren beim Schubser in die Bande durch Helbling. Und Pelletier hat sich dann ein bisschen versucht, Platz zu verschaffen. Und das wurde dann ebenso bestraft. Die zwei Strafminuten der Spieler Nummer 12 von der Tempest C Lions, Pascal Pelletier. Auf beiden Seiten also nur noch 4 Spieler auf dem Eis. Das gibt ein bisschen mehr Platz. Stolberg. Rüber zu Rowe. Wieder ist es Stolberg. Wieder fliegt ein Stock durch die Luft. Da geht es wild zu und her an der Bande. Also kein Zentimeter, der verschenkt wird. Und nächste Strafe. Stockschlag zeigt Andreas Koch an. Fredrik Pettersson, der Topscorer, muss raus und ermöglicht dem EV Zug hiermit eine Überzahlsituation. 2 Ausländer beim ZSC also in der Kühlbox. Schauen wir noch einmal hier. Strafminuten gehört der Profi-Finanz-Topscorer von der ZSC1, Fredrik Pettersson,
Die ZSC Lions hatten bereits eine Überzahlsituation. Daraus ist nichts entstanden. Mal schauen, was der EV Zug zustande bringt. Mit Lino Marcini, der noch einmal hinten anfangen muss, nachdem er die Scheibe vorne verloren hat. Stolberg. Der EVZ durchaus mit gefährlichem Powerplay. Das ist Stolberg und Diaz. Marcini, da fehlt etwas die Genauigkeit im Zuspiel, deshalb kam der Direktschuss nicht. Lüela konnte sich verschieben und entsprechend war auch da gegen diesen Abschluss von Garrett Rowe. Hier wurde es brenzlig. Stolberg ganz alleine vor Flüeler. Schauen Sie mal. Aber Klein war auch ganz alleine und konnte die Scheibe dann auch entfernen. Marcini. Diaz. Ah, Zuspiel kommt nicht an, weil gut aufgepasst von Scheppi. Da hat er die Nase für die Situation. Sutter. Ihn haben wir heute noch gar nicht gesehen. Einer der Lichtblicke beim Olympia, ja, darf man da sagen, Desaster. Ja, geht jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit. Sagen wir bei der Olympia-Enttäuschung. David McIntyre. Klingberg. Ja, die Ausländer beim EVZ, die funktionieren. Was wurden da Vergleiche gemacht zwischen den beiden Teams in den letzten Tagen? Ausländerprobleme auf der einen Seite. Überhaupt keine Ausländerprobleme auf der anderen. Defensiv absolut stabil auf der einen, defensiv noch nicht so stabil auf der anderen. Und so weiter und so fort. Das sind eben auch die Playoffs. Wenn alles verglichen wird. Allatalo. Und Biusota. Mit einer Finesse. Damit hat er ein paar wichtige Sekunden gewonnen für seine Farm. Jetzt in der Zwischenzeit auch nicht mehr in Unterzahl agieren müssen. Centala. Da ist Lama. Sehr, sehr alleine. Lama. Wirklich auffällig. Wie die Zuger mit jeweils einem Pass sehr viel öffnen können. Roman Wick. So gleitet nur einer über Seis. Timothy Kast. Wieder dieses schnelle Umschalten beim EVZ. Timothy Kast, letzte Saison noch bei Genf Servette, während der Playoff-Zeit allerdings nur Zuschauer. Verletzte sich am Knie, musste sich operieren lassen und verpasste deshalb die schönste Zeit für einen Eishockey-Spieler in der Saison. Der ZSC mit Prassel und dann ist es Tobias Stefan. Was für eine Parade. Was für eine Reaktion, die er da gezeigt hat auf der Linie. Also Prassel hat alles richtig gemacht. Ging dem Ganzen
geschehen auch gleich hinterher. Die Chance noch nicht ganz vorbei. Vielleicht kommt ja noch mal was für den Z. 4 Minuten verbleiben im Startdrittel. Und eine nächste Strafe, die ausgesprochen wird. Viktor Stolberg wurde auf Höhe der Mittellinie zu Boden gedrückt. Mike Künzle war es, der sich dieses Vergehen leistete und wegen Behinderung jetzt ebenfalls raus muss. Wie schon Pelletier und Pettersson vor ihm. Auf Seiten des ZSC jetzt also ein dritter Akteur, der sich in diesem Startdrittel nach draußen begeben muss. Ja, da sind sie nicht mehr voneinander weggekommen, die beiden. Der EV Zug probiert es noch einmal. Statistisch betrachtet das viertbeste Powerplay-Team in der Regular Season. In beiden Heimspielen gegen die ZSC Lions in der Qualifikation hier zu Hause in Überzahl getroffen. Jeweils einmal getroffen in Überzahl. Noch eine Strafe. Und jetzt könnte es mitunter ungemütlich werden für die Löwen, für das Team von Hans Gossmann, weil nach Künzle jetzt auch Schöppi raus muss. 27 Sekunden sind von der Uhr, seit Künzle draußen sitzt. Heißt in der Folge, für die nächsten 93 Sekunden oder 1 Minute und 33 Sekunden, wie Sie möchten, der ZSC mit 3 gegen 5. 2 Strafminuten gegen den Spieler Nummer 19 vom ZSC Lions, Reto Schäppi, für Halten. Nach diesem Halten von Reto Schäppi. Beste Gelegenheit für den EV Zug, hier auf 2:0 zu stellen. Bester Powerplay-Torschütze auf Seiten der Zentralschweizer, Garrett Rowe in der Quali. 8-mal erfolgreich gewesen in Überzahl. Klingberg 6-mal, Marcini 5-mal. Alle stehen sie auf dem Eis. Marcini, Diaz, Marcini. Und das ist Garrett Rowe, der angesprochene. Rowe! Heroisch. Dieser Block von Fabrice Herzog. Die Zürcher Box, die muss jetzt natürlich alles reinwerfen, um dieses zweite Gegentor zu verhindern. Das ist Diaz. Stolberg kommt nicht durch. Etwas einfallslos, was davon zukommt. 50 Sekunden noch mit 5 gegen 3. Und Klein bringt die Scheibe raus. Etappensieg für den ZSC. Reto Suri, die zweite Powerplay-Formation, soll es richten. Alatalo, das ist Schlumpf. McIntyre, wieder ein Zürcher Stopp dazwischen. Lama. Schlumpf, puh, geht weit an Freund und Feind vorbei. Alatalo, McIntyre. Sie wollen es ein bisschen zu schön machen. Schlumpf kommt auch nicht zum Abschluss. Künzle ist zurück. Kann sich sogleich einfügen ins Dispositiv. Und bei Schäppi dauert es auch nicht mehr allzu lange. Also da lief definitiv nichts allzu viel, allzu rund bei den Zentralschweizern in diesem 5 gegen 3 Überzahlspiel. Ich glaube, das hier ist sinnbildlich. Das, was ich gerade gesagt habe.
Drew Shore. Das gibt's ja nicht. Zum dritten Mal wird er weggeschickt vom Bulli. Die Zeit ist zu lang, sind wieder komplett, aber der EV-Zug, der kommt. Durch Senterler. Phil Baltisberger. Das erste Drittel dauert noch 1 Minute und 13 Sekunden. Noch im Startdrittel, in diesem Startdrittel zur Playoff-Viertelfinalserie zwischen dem EVZ und den ZSC Lions. Eine Serie auf Augenhöhe, wie sie vielerorts beschrieben wurde. Apropos vielerorts, da gibt es Spieler, die aufeinander losgehen, und ein paar Meter daneben auch und dann dort wieder. Hier Diaz gegen Pelletier, dann auch Wick plötzlich am Boden. Kenins war mit beteiligt, Moron war beteiligt und die Schiedsrichter müssen die Übersicht behalten. Johan Moron. Sicherlich kein Kind von Traurigkeit, das ist auch seine Rolle. Diaz wird wegen seines Crosschecks gegen Pascal Pelletier rausgeschickt. Das war dann eigentlich auch die initiierende Aktion für all das, was danach noch gekommen ist. Die Schiedsrichter belassen es dabei, nur ihn rauszuschicken. Heißt also Überzahlsituation für die ZSC Lions. Eine halbe Minute dauert das Startdrittel noch. Das ist genug Zeit, um noch auszugleichen. Und wenn nicht, dann hätte man zum Auftakt ins Mitteldrittel auch noch die Gelegenheit mit einem Mann mehr. Ich glaube, es läuft ein bisschen darauf hinaus, dass man es im Mitteldrittel versuchen muss. Außer jetzt netzt Pettersson zusammen mit seinen Kollegen ein. Aber das müsste ziemlich schnell gehen. Ist nicht so. Und so gehen wir also mit dem Zwischenspielstand von 1:0 für Tobias Stephan und Co. in diese erste Drittelspause. Es hätte auch 1:1 lauten können. Diese Aktion schon einen Moment her, als Raphael Prassel Tobias Stephan zu dieser mirakulösen Tat, die er praktisch gezwungen hat. Also so musste das auch zuerst einmal hinbekommen, aber da zeigt er seine Beweglichkeit, der gute Tobias Stephan. Die 0 steht beim EV Zug hinten, die 1 steht vorne. Torschütze Viktor Storberg in der 7. Minute, bisher einziger Torschütze. Mit diesem Spielstand darf ich abgeben in die Werbung. Und dann kommt das Studio. 1:0, der Favorit, ich nenne ihn jetzt mal so, in dieser Playoff-Viertelfinalserie gegen den Außenseiter, die ZSC Lions. Und der Außenseiter, der darf zu diesem Mittelabschnitt mit einem Mann mehr auf dem Eis beginnen, weil Rafael Diaz draußen sitzt, noch während 1 Minute und 23 Sekunden. Vielleicht gibt das ja die Gelegenheit,
für die Zürcher, hier schnell auszugleichen. 14:9 das Schussverhältnis zugunsten des EV Zug. Ich habe es gerade eben gesagt. Spielerische Vorteile. Aber das kann im Eishockey so schnell drehen. Und eigentlich auch das Beste aus ZSC-Sicht nach diesen ersten 20 Minuten. Sie liegen ja nur mit 0:1 zurück. Auch wenn das anders hätte sein können. Jussuta verliert die Scheibe, Kontersituation, das ist Nolandiem. Aber Gehring ist auf der Höhe seiner Aufgaben. Strafe ist angezeigt. Tobias Wehrli ahndet das Vergehen. Stockschlag. Und zwar hier. Patrick Gehring im Fallen. Hat er Nolandiem noch getroffen und muss deshalb raus. Es hat danach ausgeschaut, als ob er die Situation unter Kontrolle hat. Aber dann war eben dieser Nolandiem noch ganz schön aufmüpfig. Und provoziert so diese Strafe. Die Folge, es geht mit 4 gegen 4 weiter. Und in 41 Sekunden ist Rafael Diaz zurück auf dem Eis. Alatalo, Alatalo. Auffällig, immer mal wieder Zug aufs gegnerische Tor von Santeri. Alatalo, das ist weg. Natürlich ist da genug individuelle Klasse vorhanden bei den ZSC Lions, um auch mal mit einem Geniestreich zu einem Tor zu kommen. Aber das gilt ja eigentlich auch für beide Mannschaften. Deshalb sehen wir auch wieder bei der Aussage auf Augenhöhe die beiden Teams. Wie sie sich da präsentieren. Das ist Rafael Diaz. Außennetz, Außennetz. Auch wenn da der eine oder andere schon gejubelt hat vor mir. Reto Suri. Immer noch Suri. Noch mit einem Mann mehr. McIntyre. Großmann. Wieder McIntyre, Großmann, Rafael Diaz und McIntyre. Man fragt sich, wieso schießt er da nicht selber? Lukas Flöhler verhindert das zweite Gegentor abermals, muss man sagen. Weil ja, die beiden Teams eigentlich auf Augenhöhe. Um das von mir zuvor angesprochene noch einmal aufzunehmen. Aber heute dennoch bisher Vorteile für den EVZ. Das kann man nicht wegdiskutieren. Strafe wiederum wegen Stockschlags. Andreas Koch zeigt es an. Was soll ich denn machen? Das muss ich ahnden. Drew Shore, auch er muss raus. Wegen desselben Vergehens wie zuvor Patrick Gehring. Das ist bereits die 6. 2-Minuten-Strafe gegen den Z. Und das heißt jetzt, während der nächsten 25 Sekunden wiederum 3 gegen 5. Nun gut, die ZSC Lions haben ja eine 3 gegen 5 Unterzahlsituation im Startdrittel bereits überstanden. Und da waren es 93 Sekunden, in denen sie mit 2 Mann weniger auf dem Eis standen. Das ist Schlumpf. Gehring, der kann es kaum erwarten, wieder zurückzukehren. Verständlich. Marcini. Schlumpf. Das ist Rowe. Schlumpf mit dem Hammer. Wieder Marcini.
Marcini, Rowe, Gehring ist zurück, sprintet da in die Ecke. Also das sind natürlich auch solche Situationen, die für die ZSC Lions von Bedeutung sein können heute Abend. Nächster Versuch, Flüerlein nachfassen. Also wir haben ja bislang immer vom Kollektiv gesprochen, das nicht so sattelfest wirkt in gewissen Aktionen. Aber das trifft definitiv nicht auf Lukas Flüerler zu. Der ist absolut auf Höhe seiner Aufgaben. Macht bislang eine richtig starke Partie. Steht bei 95% gehaltener Schüsse. In einer Sekunde ist Drew Shore dann wieder mit dabei. Zweimal 3 gegen 5 Unterzahlsituation überstehen. Ja, das kann schon Energie freisetzen. Also da korrigiere ich mich natürlich. 1 Minute und 1 Sekunde. So, jetzt hat auch das seine Richtigkeit. Entschuldigen Sie. So lange sitzt Drew Shore noch draußen. Eine Konfusion meinerseits. McIntyre. Mr. Playoffs beim EVZ in der letzten Saison. Als es bis ins Finale ging für die Zentralschweizer. Da ist er wieder. Und Lama. Allatano. Veto Zuri. Wieder Allatano. Zuri hinter dem Tor. Und die Schussgelegenheit. Und Tor. Rafael Diaz erhöht auf 2:0. Es ist das Powerplay-Tor, das den EVZ mit 2 Längen wegbringt. Rafael Diaz trifft erstmals in den Playoffs zum 6. Mal in dieser Saison gesamthaft. Da hat er den nötigen Platz und dann ist es ein trockener Schuss über die Stockhandseite von Lukas Flüerler. Rafael Diaz, der letzte Saison in den Playoffs schon ganz groß aufgespielt hat, war der zweitbeste Punktesammler auf Seiten des EVZ hinter David McIntyre. Damals traf er 5-mal und lieferte zudem 9 Assists. Mal schauen, ob das in dieser Saison wieder ähnlich sein wird. Rafael Diaz, der auch immer natürlich auf sehr viel Eiszeit kommt. Ein eminent wichtiger Spieler. Ein absoluter Stützpfeiler dieser Mannschaft. Also nichts ist es gewonnen mit 2x3 gegen 5 Unterzahlsituationen überstehen und daraus dann auch Energie gewinnen können aus Sicht des ZSC. Es ist das im Jahr 2018 so enorm heimstarke Team aus Zug, das zum 2. Mal erfolgreich ist. Und man muss es sagen, nicht unverdient. Die Zuger mit Spielvorteilen. Tobias Stephan bislang in diesem Mittelabschnitt noch nicht allzu oft getestet. Das sah ganz anders aus auf der anderen Seite. Lukas Flüerler. Ihm wurde auch noch ein bisschen die Sicht genommen von Vordermann Fabrice Herzog, dem Ex-Zuger.
Lino Marcini. Offside ist angezeigt. Aber Stolberg nimmt es in Kauf. Der EV Zug, die Mannschaft von Viktor Stolberg, hat im Jahr 2018 erst viermal verloren. Dies in 17 Spielen, die es in der Meisterschaft bestritten hat. Das Team aus der Zentralschweiz. Und noch bemerkenswerter, hier zu Hause in der Bossard Arena, 10-mal gespielt in der National League im Jahr 2018, 10-mal gewonnen. Und schauen Sie mal da oben. 20-10, doppelt so viele Abschlüsse beim EVZ. Im Vergleich zum ZSC. Auch das spricht natürlich eine deutliche Sprache. Die Löwen aus Zürich brauchen ein Erfolgserlebnis. Kenins versucht's. Suter. Gehring. Bachhoffner. Der EV-Zug wird ein bisschen spritziger. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass die ZSC Lions jetzt diesen Schock des zweiten Gegentores noch verdauen müssen. Ein bisschen Frustabbau kann ja auch helfen. Natürlich, Johan Moron. Nicht weit weg. Wenn mit Körper ein Zeichen gesetzt werden soll. Was macht Hans Kossmann? Was hat er im Köcher? Johan Moron mit Künzle und noch ein paar anderen. Er spielt seine Rolle. Schlumpf im Übrigen der EVZ-Spieler mit der meisten Zeit auf dem Eis bislang am heutigen Abend. Zentala. Ein sehr schwieriges Spiel für die ZSC Lions. Klein, der Mann mit der meisten Eiszeit bislang heute Abend, gesamthaft betrachtet. Wie kommt man in dieses Spiel hinein? Das ist die Frage, die Hans Kossmann beantworten muss. Zusammen mit seinen Spielern. Logisch. Oh, kleine Probe für Lukas Flierler. Die da gestellt wurde.
einem seiner Vorderleute, Ronald Skenins. Ja, vielleicht war es auch Lino Marchini. Auf jeden Fall einer dabei. Vielleicht war es dann doch der Gegner. Harold Kreis, vierte Saison für ihn beim EV Zug. Entsprechend vierte Playoffs. Zweimal Viertelfinale, einmal Finale. Und wohin geht's in der Saison 17-18? Also die Hütte, die ist rappelvoll hier im Zug. Aber das war auch nicht anders zu erwarten. Siebenmal war sie schon ausverkauft, die Arena, in dieser Saison 17-18. Und das wird auch heute der Fall sein. Suter. Die Scheibe springt aber auch nicht unbedingt für den Z. Stolberg, dass der das technisch ganz gut kann, das hat er beim Tor bewiesen. Auch Diaz mit einer Chance, Pettersson. Das war gute Übersicht, die der Schwede da gezeigt hat. Aber schauen Sie mal, das schnelle Umschalten jetzt wieder beim EVZ über Marchini. Das war nicht ungefährlich. Lukas Flierler war noch dran. Diaz Abschluss am Bein vorbei von Pettersson und Lukas Flierler. Mal für Mal, wo er eingreifen muss. 23 Abschlüsse bereits auf seinen Kasten. Tobias Stefan nur gerade deren 12 Zürcher Versuche entschärfen müssen. Bachhoffen. Tim Berni. Gegen Reto Suri. Der Check war in Ordnung. Boah! Aber dann kommt der Konter. Nicht gegen Brassel, dafür gegen Bachhoffner. Ausgeteilt von Moron. Einfach um ein Zeichen zu setzen. Da hat es aber gewaltig gescheppert. Zehnter. Yannick Zehnter, einer der jungen Wilden. Und wir schauen uns noch einmal die Checks an. Hier von Brassel gegen Reto Suri. Wie hat es Lukas Flierler gesagt? Eine verkorkste Saison mit überragenden Playoffs retten. Das ermöglicht eben ein Modus mit den Playoffs. Beste Erinnerungen beim ZSC an 2012, als ebenfalls auf Rang 7 gestartet sind unter einem gewissen Bob Hartley. Und dann alles niedergemäht haben. Bis zum Meistertitel. Aber Zug wirkt extrem abgeklärt. Irgendwie müssen es die Zürcher Löwen schaffen, den Gegner aus der Reserve zu locken. Aber da sind die Zuger eben bärenstark in dieser Saison.
Sie lassen sich auch durch Rückschläge nicht aus der Ruhe bringen. Natürlich spielt Tobias Stephan eine wichtige Rolle im Ganzen. Ich meine, da war auch die Niederlagenserie des EVZ. Von Mitte Oktober bis Anfang November. Was die Zentralschweizer 7-mal hintereinander verloren haben. Aber nichtsdestotrotz, man blieb ruhig. Man analysierte, man wusste, okay, da waren viele Verletzte. Kein Grund zur Aufregung. Das hat sich dann auch ausbezahlt. Das mit den Verletzten. Bei Zug war es eine Phase, bei den ZSC Lions eine viel längere Phase in dieser Saison. Also da sind sie natürlich auch wirklich arg gebeutelt gewesen. Und noch immer sind da ja Verletzte. Robert Nilsson beispielsweise. Blindenbacher, Schögren oder Marti. Keine unwichtigen Namen, die da fehlen. Vor allen Dingen Robert Nilsson, dessen Ausfall schmerzt. Und beim ZSC rechnet man nicht damit, dass er wieder eingreifen kann in dieser Saison. EVZ ergattert sich die Scheibe in der Offensivzone. Zuri. Check gegen Großmann, ausgeteilt von Künzle. Auf der anderen Seite geht es weiter mit McIntyre. Da ist er wieder, Robin Großmann. Sieht Karl Klingberg. Karl Klingberg, 27-jähriger Schwede, war auch an den Olympischen Spielen. Zusammen mit Viktor Stolberg und vom Gegner mit Fredrik Pettersson. Die Schweden gingen ja auch enttäuscht ins Flugzeug in Richtung Heimat. Mit dem 5. Rang, nachdem sie ebenfalls gegen das Team ausschieden, gegen das auch die Schweiz den Kürzeren zog. Der Silbermedaillengewinner aus Deutschland. Der Arm ist oben. Andreas Koch hat es angezeigt und zeigt in Richtung von Chris Baltisberger. Und das Verdikt, ein Bandencheck, nämlich hier. Dann kam die Regie. Gut aufgelöst. Auch sehr aufmerksam von den Schiedsrichtern. Und das sind eben die Playoffs. Zwei Strafminuten gegen den Spieler Nummer 14 von der ZSC Lions, Chris Baltisberger für Bandencheck. Zeit 33:24. Überzahlsituation EV Zug. Ein Powerplay-Tor hat es schon gegeben. Damit hat man die Serie weitergeführt gegen die ZSC Lions. Auch im dritten Heimspiel hat es ein Tor gegeben in Überzahl. Vielleicht kommt ja noch ein weiteres hinzu jetzt. Das ist Garrett Rowe. Wieder Rowe. Das war ein bisschen zu kompliziert. Kontersituation über Piusuta. Sutter, immer noch Piusuta.
Puh, da fehlt aber gar nicht viel. Das wäre dann Shorthander Nummer 2 gewesen in dieser Saison. Vielleicht kann er sich gleich noch einmal versuchen. Pius Sutter genießt da ziemliche Freiheiten und das überrascht mich jetzt doch ein bisschen. Klasse gemacht vom Schweizer Nationalspieler. Der beste Schweizer Scorer in den Reihen der ZSC Lions. Schauen Sie mal, wie wenig da gefehlt hat. Puh. Da passt nur gerade ein Blatt dazwischen. Zug bereits wieder formiert. Aber es kommen ein paar Fehler. Mal schauen, ob die ZSC Lions bereit sind, diese dann auch auszunutzen. Auf Vorderhand noch mal eine Chance für den EVZ. McIntyre hatte sie. Chris Baltisberger macht sich bereit, um gleich wieder einzugreifen. Ist aufgestanden von der Bank. Aber wieder etwas unkonzentriert von Seiten der Zuger, die dieses Überzahlspiel ein bisschen dahin haben plätschern lassen. Da fehlt dir jetzt die Konsequenz. Shore, der hat einen so guten Abschluss, aber zeigt den nicht allzu oft. So gut, der kommt auch nicht allzu oft dazu. Ist vielleicht auch noch gesagt. Estoni, Gehring. Immer noch Patrick Gehring, der im Übrigen sein 50. Spiel gegen den EV Zug bestreitet in seiner Karriere. Ein kleines Jubiläum wird ihn aber nur am Rande interessieren. Sutter. Oh, Pass. Gedacht für Pettersson, aber da hätte sehr, sehr viel, sehr, sehr gut laufen müssen für die ZSC Lions, dass dieser angekommen wäre. Das Beste, was passieren konnte, ist dieses Icing jetzt. So geht die Scheibe nämlich automatisch auf die andere Seite. Das war die Aktion von McIntyre. Auch schon wieder ein Momentchen her. Kevin Klein. War interessant, ihm zuzuhören, als die Spieler sich bereit gemacht haben zum Warm-up, was er da gesagt hat. Ich zitiere: The third last series in my career. Come on, boys. Die drittletzte Serie in meiner Karriere, weil er ja zurücktreten wird. Wollte so seine Teamkollegen heiß machen.
Kevin Klein. Da ist er wieder im Zweikampf. Aber hat ihnen gleich auch noch mit auf den Weg gegeben. Hehe, also gegen den EV Zug, da bleiben wir nicht hängen. Und dann auch nicht im Halbfinale. Also mal eine Ansage von ihm. Jetzt aber aufgepasst, Kontersituation. Das ist 3-4 gegen 1 sogar. Wie spielen sie es aus? Moro, das ist das Tor. Karl Klingberg, erfolgreich. So kontert man, genauso. Aber auch hier wieder ein Fragezeichen, das ich in den Raum stelle. Wie kann das passieren? Wie kann der EV Zug mit 4 gegen 1 zum Konter ansetzen? Fehler in Offensive, Pestoni, der die Scheibe verliert. Und dann spielen sie das einfach schnörkellos, humorlos runter zum 3:0. Hans Kossmann. Was kommt von den ZSC Lions heute Abend noch? Also bislang in offensiver Hinsicht sehr, sehr wenig. Und das überrascht mich, ganz ehrlich. Und Zug drückt weiter. Zug denkt gar nicht daran, jetzt irgendwie vom Gaspedal zu gehen. Alatalo. Nolandjem lässt seine Gegner auch nicht allzu gut aussehen. Und weil es so schön herausgespielt war, schauen wir uns das nochmal an. Suri hat das Ganze eingeleitet. Der McIntyre, Moran, Klingberg. Tic-Tac-Toe. 3-0. Für Karl Klingberg im Übrigen Tor Nummer 19 in dieser Saison. Also es spricht sehr, sehr wenig für die ZSC Lions. Stand jetzt, wohlgemerkt. Aber auch das sind die Playoffs. Du kannst eine Partie auch 0-10 verlieren. Zwei Tage später trittst du wieder an. Und es ist nicht mehr passiert, als wenn du das erste Spiel mit 0-1 verloren hättest. Das ist Rowe. Einmal, dass die Scheibe für die Zürcher läuft. Oder springt, besser gesagt. Das war jetzt eigentlich eher eine Verzweiflungstat von Kevin Klein. Der Mann, der gerne seine Karriere beenden würde mit einem schönen Erfolg. Logisch. Kevin Klein, der dann in der nächsten Saison ersetzt wird von Maxim Noro, der vom SC Bern kommen wird. Unter dem neuen Trainer Serge Aubin, der von den Vienna Capitals zum ZSC kommen wird, aufgepasst. Das wäre es natürlich gewesen hier. Auf 1:3 zumindest mal heranzukommen. Noch mit einem zumindest halbwegs positiven Erlebnis in die Pause gehen zu können. Jetzt müsste es schnell gehen, passiert aber nicht. Fredrik Pettersson und Co. liegen nach 40 Minuten 0:3 zurück. Vor mir erheben sich die Zuschauer und klatschen. Beifall. Und es ist nachvollziehbar, denn der EV Zug hat hier im Mitteldrittel wirklich die Muskeln spielen lassen.
hat sich vor allen Dingen von der Strafbank ferngehalten. Dies gelang den ZSC Lions nicht, deshalb kam es zum 2:0 durch Rafael Diaz. Und dann war es Klingberg nach einem wunderbar vorgetragenen Konter, der das Score auf 3:0 erhöhen konnte. So steht's nach zwei Dritteln. Ich darf abgeben in die Pause. Und dann geht's weiter. Ich werde diese Antwort auch liefern. Gefordert sind die ZSC Lions. Und zwar gewaltig. Da muss eine Reaktion kommen. Ich bin absolut gleicher Meinung wie die Herren im Studio, wenn es darum geht, was da im Argen liegt. Konsequenz, ein Wort, das oftmals gefallen ist, die da fehlt. Auch etwas die Disziplin, Anspielstationen, die fehlen bei der Angriffsauslösung. Etwas ungestüm, etwas unkonzentriert phasenweise. Vielleicht auch etwas übermotiviert. ZSC Lions hier und heute Abend im Zug zeigen. Hans Kossmann stand schon im Playoff-Finals mit Fribourg und auch mit dem SC Bern. Als Assistenztrainer ist Hans Kossmann Schweizer Meister geworden 2010. Als Head Coach 12-13 war es. Und mit der ZSC Lions, da ist er noch sehr, sehr weit entfernt vom Playoff-Finale. Aber da ist eben auch ein Gegner, der im Weg steht mit Zug, der sehr abgeklärt wirkt, aber der auch noch nicht bei 100% ist. Marco Bührer hat das angesprochen. Nehmen wir nur die Situationen in Überzahl, die 5 gegen 3 Situationen, da gibt es definitiv auch noch Luft nach oben bei Lino Marcini und Co. Also das Wichtigste für Lukas Flierler und seine Vorderleute, ganz bestimmt, dass zumindest ein Tor erzielt wird. Irgendein Erfolgserlebnis muss jetzt her. Wieder ein Zuger ganz alleine im Slot drin. Ich habe mal kurz nachgeschaut. Die ZSC Lions in dieser Saison zweimal ohne Torerfolg geblieben. Einmal in Ambrì und einmal in Fribourg. Also so willst du nicht in eine Playoff-Viertelfinalserie starten. Vor allen Dingen nicht, wenn du weißt, was du eigentlich an Spielermaterial zur Verfügung hast. Was für ein Potenzial deiner Offensive auf dem Eis steht. Drew Shore. Also bislang hat sich die Nomination von Pelletier und Drew Shore überhaupt nicht gelohnt. Und die Entscheidung gegen Lyndon Way und Lauri Korpikoski. Aber das ist Stand jetzt auch eine Momentaufnahme. Kann schnell ändern. Samuel Guerra, endlich mal ein Abschluss aufs Tor, ist man schon fast geneigt zu sagen. Deutliches Schuss plus zugunsten des EVZ. Ja, dass da Andreas Koch sofort gesagt hat, nichts da. Reto Scheppi schiebt Tobias Stefan über die Linie, aber nicht mal sicher, ob da die Scheibe effektiv mit Tobias Stefan über die Linie ging. Sei es drum, wurde er ohnehin sofort unterbrochen. Pettersson. Wo war Pettersson bislang? Wo sind seine gefährlichen Abschlüsse? Unglaublich aber wahr. Fredrik Pettersson hat bislang erst einmal aufs gegnerische Tor geschossen. Da ist er. So, jetzt kommt mal ein Knaller von Pius Sutter.
auf Zuspiel von Pettersson. Aber Zug wieder auf der anderen Seite mit Lammer. Stolberg verliert die Scheibe. Das ist Kenens. Enorm ruhig ist es geworden in der Bosan Arena. Also so ruhig wie jetzt war es das gesamte Spiel über noch nicht. Gelegenheit für Drew Shore, aber auch hier, was war das? Schuss oder Pass? Etwas dazwischen. Fabian Schnieder mit Stolberg. Aber man darf nicht vergessen, die ZSC Lions, die sind aus der Regular Season gekommen mit 3 Niederlagen. Da baust du auch nicht unbedingt super viel Selbstvertrauen auf für die Playoff-Viertelfinalserie. Sie wollen so unbedingt, das sieht man auch in solchen Aktionen wie gerade eben hier eingespielt. Aber es geht nicht. Irgendwo muss ein Schalter gefunden werden nach der heutigen Partie. Ich will noch nicht sagen, dass das hier ist schon gelaufen ist. Bei Weitem nicht, will ich das sagen. Also es ist noch eine Viertelstunde zu spielen und im Eishockey, da kann es so schnell gehen, klar. Auch wenn sie hier noch zum Comeback ansetzen, sollten die Zürcher. Sie müssen über die Bücher gehen. McIntyre. ...7200 Zuschauer heute in der Bosan Arena, heißt ausverkauft. Zum 8. Mal in dieser Saison. Pettersson. Das war sein erstes Bulli, das er heute bestritt. Moran. Bachhoffner. Wieder Bachhoffner, Guerra, Tobias Stefan, bei dem noch immer die Null steht. Pettersson, Bachhoffner, Pettersson, so, jetzt schießt er mal. Er ist sein zweiter Schuss heute Abend. Und Zug kommt so einfach zu einer Gelegenheit, zur Gelegenheit zum 4-0. So, wo sind jetzt die Anspielstationen? Das, was Felix Hollenstein angesprochen hat. Der erste Pass war gut, aber der zweite war wieder fehleranfällig.
through short. Boah, wieder so ein Fehlzuspiel. Jetzt hat das Zuspiel mal funktioniert. Wick legt zurück. Kenins mit der Backhand zu Tim Berni. Berni, kein Durchkommen. Roche stand ihm da im Weg. Sheppy. Unglaublich, wie ruhig es ist. Ich bin wirklich überrascht. Was deuten wir jetzt daraus? Dass die Zuganhänger eigentlich ja, schon fast ein bisschen gelangweilt sind. Man hat im Moment auch nicht das Gefühl, dass die Zürcher bald einmal zum Tor kommen werden. Zwei Zuger, die vorchecken gehen. Und da sind sie wirklich konsequent. Auch hier hat es wieder so richtig gescheppert. Kein gutes Zuspiel von Dave Sutter. Raphael Prassel. Altisberger trifft die Scheibe nicht richtig. Auch das symptomatisch. Wieder zwei Zuger, die Druck machen. Der ZSC-Spieler sieht keine andere Variante, als die Scheibe einfach rauszuspielen aus der Gefahrenzone. Zehn Minuten sind es noch, in denen die ZSC Lions hier die Möglichkeit haben, sich noch zurückzumelden mit Wick. Seger, das ist klein. Und jetzt ist die Scheibe im Tor, 1:3 nur noch. Ronald Kenins ist erfolgreich für den ZSC. Die mitgereisten Z-Anhänger können also doch noch jubeln und für ihn geht eine Serie zu Ende, die man so fast nicht glaubt eigentlich. 36 Spiele hintereinander ohne Torerfolg geblieben, Ronald Kenins. Und jetzt mal wieder erfolgreich. Er ist sein zweites Saisontor. Sie hören richtig, sein zweites Saisontor. Das für einen Spieler wie Ronald Kenins. Der auch in der NHL zu Scorerpunkten gekommen ist. Was bewirkt jetzt dieses Tor? Also zumindest ein Tor haben sie zustande gebracht, die Zürcher. Aber vielleicht kommt ja noch mehr. Tatsächlich war da die Chance da zu einem zweiten Tor. Also Zug hat das heute bislang wirklich sehr abgeklärt, runtergespielt.
Aber ist ja manchmal schon witzig. Da hat man das Gefühl, ja, also ich glaube, die Zürcher, die könnten noch spielen und spielen und das gegnerische Tor wird nicht getroffen und dann kommt das Tor. Das sind eben manchmal solche Situationen, die ein Team dann auch zurückbringen in eine Partie. Pettersson. Wieder Pettersson. Suter auf Sutter. Das Spiel ist unterbrochen, weil das Tor von Tobias Stephan aus den Angeln gehoben wurde. Wir schauen das Tor uns noch einmal an. Ronald Skenins steht da richtig und bringt die Scheibe dann mit Hängen und Würgen irgendwie über die Linie. Am 15. September auswärts in Lugano hat er getroffen. Das war sein bisher einziges Saisontor. Also Zug muss natürlich auch aufpassen, jetzt hier nicht total passiv zu werden. Das ist eine Gefahr, die nicht unterschätzt werden darf. So kann man den Gegner natürlich auch aufbauen. Das ist Roman Wick. Plötzlich hat er ein bisschen Platz. Kevin Klein. Kenitz. Roman Wick. Wieder Rudelbildung. Dieses Mal in der Nähe der Zugerbank. Noland Jem, der zukünftige Langnauer, ist einer der Beteiligten. Harold Kreis, Harry Kreis, Deutsch-Kanadier, 59-jährig geworden im Januar, seit 2014. Cheftrainer beim EVZ. Drittletzter ZSC-Meistertrainer. Da erinnern sich die ZSC-Anhänger ganz bestimmt daran zurück, 2008. Und nur zu gerne würde Harry Kreis mit dem EV-Zug nach dem Final den zweiten Platz letzte Saison in dieser Spielzeit noch einen Schritt weitergehen. Aber ganz so einfach wird das nicht. Und ich behaupte jetzt einfach mal, ganz so einfach wird das auch in dieser Serie nicht. Gewonnen in der Offensivzone. Nochmal nicht unwichtig. Aber das war dann ein bisschen zu viel mit Hand gespielt. Deshalb wird die Scheibe aus ZSC-Sicht Offensivzone in die neutrale Zone verschoben. Die beiden Mannschaften spielten im Übrigen letztmals eine Playoff-Serie
in der Saison 11-12 gegeneinander. Damals im Halbfinale. Als der Qualifikationssiegerzug gegen die ZSC Lions gleich mit 0-4 unterging. Das war die Saison unter der Ägide von Bob Hartley. Seither die beiden Mannschaften nicht mehr aufeinander getroffen. In den Playoffs. Patterson wird in den Rücken angespielt. Die Baltisberger sind untereinander und das ist Klingberg. Abschluss von Klingberg war es. Darf sich aber nicht Doppeltorschütze nennen. 6 Minuten verbleiben. Fredrik Pettersson bekommt von Johan Morau noch eins mit. Und wenn es um Hits geht, dann ist Morau heute auch wieder bei den vorderen Plätzen anzutreffen. Roman Wick aus der Drehung. Boah, nicht ungefährlich. Also wie passiv Zug jetzt spielt in diesem Schlussdrittel, das ist nun wahrlich überraschend. Erst 4 Abschlüsse auf das Gehäuse von Lukas Flörler. Kenins. Roman Wick. Was zeigt er uns da hinter dem Tor? Ja, suchte Kenins. Sutter. Die Arena ist wieder da, nachdem sie zwischenzeitlich eingeschlafen ist. Vielleicht tut das dem EV Zug ja auch gut. Check in den Rücken und das ist eine klare Strafe. Santeria Latalo kann sich nicht einkriegen. So diszipliniert haben sie gespielt, die Zuger. Ließen sich auch zu keinen unnötigen Aktionen hinreißen. Aber das hier, das war dann eine eher unnötige in den Rücken von Bachhoffner. Erste Strafe gegen den EVZ seit der 20. Minute, als Rafael Diaz rausgeschickt wurde. Das gesamte Mitteldrittel ohne Strafe überstanden. Jetzt also nach diesem Bandencheck Überzahlsituation ZSC Lions. Thank you.
Und wenn die ZSC Lions ja etwas die gesamte Saison hindurch ja doch wirklich gut gemacht haben, dann ist es Überzahlspiel. Roland Jem ergattert sich die Scheibe. Der Mann ist so wichtig in Unterzahl. Ich behaupte jetzt einfach mal, wenn Zug diese Strafe übersteht, dann gewinnen die Zentralschweizer diese Partie. Und wenn das nicht gelingt, dann wird es heute vielleicht noch ein bisschen unangenehm. Apropos unangenehm. Wird es jetzt auch für Fredrik Pettersson. Der hat sich zu einer Dummheit hinreißen lassen. Da wird ihm die Scheibe streitig gemacht von David McIntyre. Die will er sich zurückholen und dann greift er da zu unlauteren Mitteln. Pettersson zum zweiten Mal am heutigen Abend draußen. Ja, dieses Haken, das schmerzt. Denn das heißt, Zug mit gleich vielen Feldspielern wie die ZSC Lions. Überzahlsituation ZSC AD. Und Santeri Alatalo, der kommt ja dann auch noch ein bisschen früher wieder zurück aus der Kühlbox als Pettersson. Da gibt es sogar noch ein Überzahlspiel für den EVZ. Ja, diese Strafe wäre jetzt nicht nötig gewesen. Aus ZSC-Sicht. Aber Zug wird es recht sein. Ungefährdet in Richtung Erfolg heute Abend. Auch mit Ausnahme dieses Schlussdrittels, über das dann wahrscheinlich schon noch gesprochen werden muss. Wirklich eine sehr solide Darbietung. Aber noch ist hier nicht Ende. Das ist Sutter. Zum anderen Sutter. Behring. Jetzt haben sie natürlich Zeit, die Zentralschweizer. Logisch. Helbling. Garrett Rowe. Garrett Rowe, der kurzzeitig auf dem Eis gehen musste, als er getroffen wurde. Deshalb gab es auch ein, zwei Pfiffe. Es war vielleicht so zwei Minuten her. Aber Sie sehen es, er ist zurückgekehrt und kann schon wieder kräftig mit zu. Klein. Santeri Alatalo ist zurück, heißt Überzahl für den EVZ. 30 Sekunden wird diese noch andauern. Scheppi.
Ein zweites Mal kommt er dann doch nicht zum Abschluss. Helbling. Scheibe weit weg vom eigenen Tor, das ist schon einmal hilfreich. Fredrik Pettersson ist auch wieder mit dabei und jetzt die Chance, die sich da ergibt, tatsächlich für Pettersson. Kenitz gegen zwei Mann, also der gefällt mir gut, muss ich sagen. Tor verlassen. Und Hans Kossmann nimmt das Timeout. 1:15 vor Ende dieser Partie. Volles Risiko, aber was willst du anderes machen? Musst du natürlich. Vielleicht gelingt ja noch was. Harry Price. Auf der anderen Seite, der wird jetzt seine Leute darauf einschwören, dass da zugemacht wird. Nichts mehr anbrennt. BVZ heute 3 Tore erzielt. Und auch da mit Kidneserie weiter. Interessant im Übrigen. In allen 4 Spielen in der Regular Season gegen die ZSC Lions haben die Zuger aus dem Spiel heraus 3 Tore erzielt. Heute auch wieder. Flöhler draußen, ein zusätzlicher Feldspieler da. Was geht da noch? Wick spielt mit Teamkollege Hugh Sutter. Sutter einfach mal vors Tor. Das war die Idee. Das ist wieder Hugh Sutter. Klein. Abgelenkt. Das Tor ist leer. Aber Stauberg kommt da nicht in die Nähe dieses leeren Tores. Vielleicht ja jetzt. Stauberg, wer läuft da in der Mitte mit? Es ist einer und der trifft dann auch. Garrett Rowe, Torschütze auf Zuspiel von Viktor Stauberg. 4:1 für den EV Zug. Der Deckel ist oben drauf gesetzt. Das ist der erste Sieg in der Playoff-Viertelfinalserie gegen die ZSC Lions für die Zentralschweizer. Garrett Rowe zum 13. Mal erfolgreich in dieser Spielzeit 17-18. Also, so genau musst du zuerst auch mal noch treffen. Da hat es noch den Beinschuss gegeben für einen ZSC-Akteur. Freude beim EVZ und bei den ZSC Lions. Da gibt es Sonntag und Montag Zeit, um sich für Dienstag vorzubereiten. Für das erste Heimspiel in dieser Playoff-Viertelfinalserie. Die eröffnet wurde hier und heute Abend in der Bossard Arena vor ausverkauftem Haus mit einem 4:1 Heimsieg für den EV Zug. Es ist der 11. Heimsieg hintereinander im Jahr 2018 hier in der heimischen Arena. Tobias Stefanoko ungeschlagen. Und auf der anderen Seite die ZSC Lions, die heute zum 4. Mal hintereinander verlieren. Die 3 letzten Partien in der Regular Season gingen verloren. Und jetzt also auch der Start in die Playoff-Viertelfinalserie gegen den EV Zug. Die Startpartie, die verloren geht. Damit 1:0 für Viktor Stauberg und Co. Für das Team, das zu favorisieren ist. Die Torschützen weiß auf schwarz, Stauberg, Diaz, Klingberg und Rowe. Also wieder 3 Ausländer, die erfolgreich gewesen sind für den EVZ.
Und auf der anderen Seite Kenins, der zumindest das Ehrentor hat erzielen können für seine Farben. Also, Drew Shore und Co., die müssen so richtig über die Bücher...